Also heute haben wir das, was wir das letzte Mal als praktische Übungen gemacht haben, haben wir heute direkt umgesetzt. Ja? Also ganz viele haben ihre eigene Einführung geschrieben und das ist eben ganz wichtig in der Präsentation. Dass ich weiß, was ich sagen will, dass ich den Inhalt weiß, dass ich weiß, ich möchte das mit dem ganzen Herzen sagen. Und dabei sind natürlich einfach auch Überlegungen wichtig, wie spreche ich das Publikum an? Wie stehe ich im Raum? Wie nehme ich mir den Raum, um was sagen zu können? Ja? Wie kann ich die Pausen einteilen? Und wie ist die Struktur? Weil wenn wir gar keine Struktur haben, dann kann es manchmal sein, dass man sich dann, dass man dann in so ein Thema reinkommt und nicht mehr weiß, wie man zurückkommt. Aber wenn man eine Struktur hat, dann hat man die Möglichkeit, sich da entlang zu hangeln und das auch dann mit Inhalt und Leben zu füllen und sich dann sicher zu fühlen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Vor Leuten zu sprechen, das ist immer mit einer großen Unsicherheit verbunden. Und das ist ganz toll, wenn man es schafft, durch Struktur, durch Stehen, durch eine Sicherheit, die man vermitteln kann, alleine dadurch, wie ich mich bewege und wie ich Kontakt aufnehmen kann. Ich bin Ahmad, ich nehme einen Teil in diesem Projekt, mach mit. Also es geht heute um das zweite Teil von dem Präsentationsseminar, wo man lernt, wo man damit lernt, wie man präsentiert. Das letzte Mal haben wir theoretisch gelernt, wie man sich präsentiert, ein Thema. Und heute haben wir das praktisch eingesetzt. Und jeder hat 30 Minuten Zeit vor das Vorbereitung genommen, und um ein Thema zu präsentieren. Und heute haben wir das eingesetzt im Praktisch. Also das Ziel, das Seminar, dass wir in dem Infoabend, was der später kommt, verschiedene Themen zu präsentieren, um gut zu präsentieren, um gut die Idee an den Leute zu geben.